Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar mit dem neuen Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 962 mit dem schönen Titel Der Daimyo und seine Retainer. Fangen wir wie immer mit der Coverpage an und auf der Coverpage sehen wir Kyuhin. Das war die ehemalige Leiterin der Smile-Fabrik auf Dressrosa und sie rennt wohl durch komplett Dressrosa und küsst einfach mal random irgendwelche Leute. Wenn ihr euch möglicherweise noch an den Arc damals erinnern könnt, gab es ja den Kampf zwischen Franky und Senior Pink. Irgendwann während diesem Kampf ist diese Kyuhin aufgetaucht und hat halt einfach sehr viel rumgelabert. Damit sie endlich ihre Klappe hält, hat Franky sie sich dann gepackt und hat sie geküsst. Das hat ihr wohl gefallen und ist jetzt auf der Suche nach weiterhin einem anderen guten Küsser, so wie Franky. Vito aus der Capone-Bande sieht sich das Ganze an und denkt sich einfach nur, dreht sich um und geht und ich bin weg, Wani, da küss mich bloß nicht. In Hakumai erzählt Oden, dass er sich nun auf den Weg nach Kuri machen möchte. Er hat dort von einem Jungen gehört, der sich Ashura nennt, der wohl ein böser Junge sein soll. Als Oden dann weg war, sind ein Gefolgsmann und Yasui zusammen in Odens Zimmer gegangen und was sie da gefunden haben, war eine reine Rockstar-Party. Das komplette Zimmer war einfach nur zerlegt. Betten waren umgeschmissen, Schränke waren zerstört, Wände wurden eingerissen. Der Gefolgsmann ist natürlich pissig und sagt, was für ein Rüpel dieser Oden. Ah! Yasui möchte hingegen es einfach nur so darstellen lassen, als wäre das Ganze eine Naturkatastrophe gewesen. Welche Naturkatastrophe breitet sich denn nur in einem Zimmer aus? Macht keinen Sinn, Yasui. Ein paar andere Gefolgsleute von Yasui in Hakumai sagen dann, dass wohl Geld aus dem Städtetresor geklaut worden ist. Auch Orochi ist da und sagt, er hätte gesehen, wer denn der Bösewicht war. Und dieser Bösewicht soll niemand anderes als Oden Kutsuki gewesen sein. Yasui denkt sich nur so, nein, das kann eigentlich nicht Oden gewesen sein. Denn wenn Oden Geld klaut, dann nimmt er es einfach, egal wie viele Leute dastehen und zugucken. Er nimmt es einfach, er nimmt sich diesen riesigen Tresor, zack, auf seine Schultern und hey, das ist jetzt mal mein Geld, ciao. Und deswegen ist Yasui so ein bisschen so, Orochi, bist du dir sicher, dass du Oden gesehen hast? Also Yasui, der ist da hinter einer Sache dran, der lässt sich nicht ganz so sehr verarschen. Wie wir natürlich wissen, war das Ganze in Orochi selber. Das ist echt so ein kleiner Pisser. Habe ich nicht in Spoiler-Video gesagt, ich nenne ab jetzt nur noch kleiner Pisser? Genau, der kleine Pisser hat nämlich das Geld geklaut. Mann. Oden, Kinemon und Denjiro sind währenddessen auf ihrer Reise nach Kuri. Oden fragt die zwei, wie lange sie ihm eigentlich noch folgen möchten. Und in ganzer Bartolomeo-Manier sagen sie, für immer Oden, wir sind deine Fans, ihr seid, du bist der Geilste, hey, wir kommen überall dahin, wo du bist. Wir folgen dir ein ganzes Leben lang bis in den Tod. Oh Mann, der Oden ist ziemlich genervt von den zwei, würde ich mal behaupten. Das Ganze geht sogar so weit, dass während Oden im Haus drin ist, es draußen regnet, stehen die zwei draußen und möchten Odens Haus beschützen. Die zwei sind halt einfach schwächer als Oden. Wen wollen sie da beschützen? Das ist Schwachsinn. Das Ganze merkt auch Oden und holt die zwei ins Haus herein. Dort sehen wir, dass Oden momentan in einem Buch kritzelt und das Ganze soll wohl ein Tagebuch sein, denn der Erzähler von One Piece schreibt uns dann oder sagt uns dann in dem Fall, dass alle weiteren Stories, die wir jetzt über Oden bekommen, aus diesem Tagebuch stammen. Und ich denke wirklich, dass dieses Tagebuch noch ein sehr großer Faktor in One Piece sein wird. Was dort alles drinstehen wird, ob es das Ganze auch geschrieben hat, während er bei Whitebeard war oder bei Roger, da drin könnte wirklich drinstehen, die wahre Geschichte, wie man Poneglyphe liest, das One Piece, da könnte alles mit drinnen sein. Und das könnte jetzt ja im Grunde auch in den Händen von Kaido sein. Oder es könnte irgendwo versteckt sein und die suchen das Ganze. Das wird sicherlich echt noch spannend werden, was dieses Buch angeht. Die Reise von Oden, Kinemon und Denjiro geht natürlich weiter. Irgendwann kommen sie in Ringo an und begegnen dort zwei hungrigen Kindern. Diese versuchen mit ein wenig Tanzen ein bisschen Geld zu verdienen. Problem an der Sache ist einfach nur, die Leute in der Stadt interessiert das einfach nicht. Oda revealed uns aber gleichzeitig, dass es sich bei diesen zwei Kindern nämlich um Okiku und um Iso handelt. Die zwei sind nämlich Brüder. Iso ist der ältere Bruder und Okiku ist der jüngere Bruder. Beide waren Tanzschüler, doch ihr Vater wurde irgendwann kriminell und so mussten sie sich alleine durchschlagen. Wenn wir uns ein paar Kapitel mal zurückerinnern, wir hatten ja irgendwann ein Bild, wo man die ganzen neun roten Schwertscheiden als Teenager gesehen haben, wie Yasui sie gefangen hat.
Bei diesem Bild war ja auch rechts oben ein Charakter zu sehen, wo man nicht ganz sagen konnten, war das Ukiku oder war das Iso? Ich behaupte jetzt, dabei hat es sich ganz klar um Iso, nämlich dem älteren Bruder, gehandelt. Das wäre einfach logischer. Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt nur, wenn wir noch Kawamatsu, Inuarashi und Nekomamushi dazuzählen, hätten wir im Grunde 10 rote Schwertscheiden. Entweder haben sich damals wirklich 10 rote Schwertscheiden genannt und nach dem Abgang von Iso zu Whitebeard sind es nur noch die 9 roten Schwertscheiden gewesen. Oder aber Ukiku, weil sie einfach damals noch zu jung war, hat noch nicht als rote Schwertscheide gezählt, weil sie vielleicht einfach nicht kämpfen konnte. Sie war ein kleines Mädchen, 5 Jahre alt, 6 Jahre alt, 7 Jahre alt vielleicht. Könnte einfach möglich sein, dass sie damals noch nicht dazu gezählt hat und dass Iso eigentlich ein Mitglied der 9 roten Schwertscheiden war. Doch als Iso dann zu Whitebeard gegangen ist, hat Ukiku seinen Platz eingenommen. Was vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre, ist, vielleicht war Ukiku ja immer irgendwie pissig, dass Iso zur roten Schwertscheide wurde, sie selber aber nie ein Mitglied war, solange bis er gegangen ist. Vielleicht war dieser Hass irgendwann so groß, dass sie zum Verräter in Wano geworden ist. In Kibi gab es ein Gerücht, dass es einen Geist gibt, der die Haare der Lebenden und der Toten klaut. Dieser Geist war aber niemand anderes als Kanjuro, der diese Haare nahm und daraus Pinselbürsten fertigte, um diese zu verkaufen. Er hat aber nur einen großen Fehler begangen, denn er wollte auch Odens Haare haben, doch Oden hat ihn einfach platt gemacht. Und irgendwie wirkt das Ganze schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ich meine, da kommt so ein Typ daher, der aussieht hier wie so ein Tänzer, Theater, Schauspieler in Japan und klaut einfach mal die Haare von Toten da ab und macht daraus Pinselbürsten, um diese dann zu verkaufen. Kanjuro, du bist wirklich ein creepy Dude, muss man einfach mal so sagen. Später dann, im Wald von Udon, gab es Gerüchte über Banditen, die Frauen entführten und die Männer verprügelten. Dieser Bandit war auch wieder niemand anderes als der geniale Ninja Raizo. Auch wenn ich echt keinen Plan habe, warum er als genial bezeichnet wird. Bisher hatte mir noch nicht so genial gewirkt, sagen wir es mal so, er ist eher mehr so ein kleiner Spacko. Naja gut, aber vielleicht wird uns Oda noch zeigen, warum denn Raizo wirklich so genial sein soll. Raizo war früher ein Teil der Oniwa Banju, doch er hat irgendwann den Dienst quittiert, als er einen Korb gekriegt hat von einer weiblichen Kunoichi. Diese Kunoichi war mit Sicherheit Shinobu, denn wir haben jetzt schon Panels gesehen im Manga, wo Shinobu und Raizo sich sehr seltsam so leicht unbehaglich angucken. Wir wissen ja, dass Shinobu wohl damals recht knackig war und Raizo war schon damals eher klein und dicklich und Shinobu stand wohl einfach nicht auf ihn und hat ihm halt einen Kopf gegeben und das hat Raizo ziemlich angepisst, weswegen er andere Frauen entführte. What the fuck is wrong with you? Ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall möchte Raizo aber nicht mehr im Wald leben und deswegen joint er auch der Gruppe und wird auch einer der roten Schwertscheiden. Dann endlich kommen sie in Kuri an. Wir sehen Ashura Doji, der eine Schlange köpft und das Blut von dieser trinkt. Und so langsam habe ich echt das Gefühl, die 9 roten Schwertscheiden sind alle ein bisschen plemplem, ganz ehrlich. Der eine klaut Haare, der andere entführt Frauen, der andere trinkt Schlangenblut. Ey, ihr habt's ja echt alle nicht mehr so wirklich. Na gut, die 9 roten Schwertscheiden bzw. die paar von diesen 9 roten Schwertscheiden, die schon da sind, essen gerade schön und fragen sich eigentlich, wo ist denn überhaupt Oden? Raizo sagt daraufhin, ja, der ist scheißen gegangen, der wollte in den Süden laufen, zum Scheißen. Ein anderer merkt dabei an, ja, das war gestern. Ich meine, solange er nicht gerade Hardcore-Durchfall hat, durch Schlangenblut oder was auch immer die alle fressen, ist es ein bisschen seltsam, wenn man einen ganzen Tag lang auf dem Scheißhaus sitzt. Da würde ich mir schon mal meine Gedanken machen und vielleicht einen Arzt aufsuchen, aber na gut. Denjiro sagt, fuck, halt mal, im Süden ist doch Kuri, das ist doch so ein fucking gefährlicher Ort. Oh fuck, Oden ist da bestimmt hingegangen. Oh mein Gott. Naja, panisch rennen sie natürlich alle dahin, denn sie wollen ja letzten Endes Oden beschützen. Sie haben sich ihm ja angeschlossen. Oden währenddessen ist natürlich in Kuri angekommen und stellt sich der ganzen Bagage von Kriminellen. Und das sind wirklich sehr, 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 sehr viele. Aber Oden in seiner coolen Manier, Schwert 1, Schwert 2, ein Samurai ist angekommen in Kuri, sagt das Ashura Doji. Oh, 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 oh. Und es kommt zu einem richtigen Battle. Leider sehen wir den Kampf nicht, deswegen kriegen wir nicht wirklich mit, was Oden so wirklich drauf hat. Aber es gibt so einen kleinen Timeskip, wo dann die 9 roten Schwertscheiden endlich auch in Kuri angekommen sind. Und das Ganze war wohl irgendwie einen Tag später. Also ist echt noch ein weiter Weg gewesen. Naja, gut.
Und wir sehen ein komplettes Schlachtfeld. Die Leute liegen da einfach zerschnitten, verprügelt und sonst irgendwas irgendwo auf dem Boden rum. Ganz vorne im Panel sehen wir dann auch Ashura Doshi, wie er blutend auf dem Boden liegt. Auf ihm sitzend sieht man dann einen Oden so, hier einfach komplett aufgeschlitzt, voll Blut, hier überall Blut, da, überall guckt ein Pfeil raus. Also es war wohl ein richtig heftiger Kampf, den aber Oden für sich letzten Endes entschieden hat. Ashura Doshi ist natürlich ziemlich angepisst und sagt, Oden, töte mich einfach, mach's einfach finito vorbei, du hast mich besiegt, ist okay. Doch Oden hat einen ganz anderen Plan. Und zwar möchte Oden Kuri wieder zu, ja, wie soll man es sagen, er möchte Kuri einfach ein bisschen aufhelfen. Er möchte der König von Kuri werden, er möchte die ganzen Kriminellen unter sich versammeln und aus den Leuten gute Bürger machen. Natürlich schafft er das auch, immerhin ist er Oden Kutsuki. Und diese Nachricht verbreitet sich in der Zeitung in ganz Wano Kuni. Wir sehen alle möglichen Leute, die das lesen, der Shogun selber oder auch Yasui und auch Shimotsuki Ushimaru. Das war der Dude, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, der diesen Fuchs hatte. Von dem ich ja immer noch behaupte, dass es sich dabei um einen Verwandten von Zoro handelt. Denn bisher alles, was wir gesehen haben an Silhouetten und sowas von ihm, der hat halt schon so... Ja, das sieht alles sehr nach Zorro aus, auch so diese Gesichtsform und alles. Aber na gut, das ist jetzt mal reine Spekulation, das ist mal wieder was anderes, aber interessant wäre das. Denn dadurch, dass er ja ein Shimotsuki ist, heißt es ja, dass Zorro dann somit mit diesem Ushimaru verwandt wäre. Wahrscheinlich auch mit Yasui, was natürlich die ganze Story um Zorro und Yasui nochmal ein bisschen spannender oder lustiger machen würde, weil die ja eigentlich verwandt sind. Und er würde auch vielleicht verwandt sein mit... Koshiro, sollte die Theorie stimmen, dass Koshiro eben mit Shimotsuki Kusaburo verwandt ist. Und das wäre, das würde das Ganze einfach wieder komplett, dann könnte man sich wieder fragen, wusste Koshiro davon, dass Zoro mit ihm verwandt ist oder nicht oder wie oder wo oder was? Also da könnte man wieder ganz verrückte Theorien dabei anstellen. Natürlich ist auch der Shogun von dem Ganzen beeindruckt und sagt wieder zu Oden, okay, hey, deine Verbannung nehme ich zurück und weißt du was? Zu allem Überschuss noch, du wirst ab jetzt in Zukunft einfach der Daimyo von Kuri. Ja geil, wir wissen ja, wie Oden Titel und sowas mag. Das interessiert ihn wahrscheinlich nicht, aber er ist einfach nur heilfroh, dass sie ihn einfach in Ruhe lassen und er machen kann, was er will in Kuri und keiner hat da was zu melden, außer er selber. Natürlich sagt dann Oden auch, ja, als Daimyo baue ich jetzt natürlich auch ein paar Retainer. Hey, ihr seid mir die ganze Zeit gefolgt, ihr geht mir eh schon auf den Sack, also hey. Wieso seid ihr nicht einfach in Zukunft meine Retainer? Und somit wurden die Roten Schwertscheiden gegründet. Wobei immer noch die Frage ist, woher kommt eigentlich der Name Rote Schwertscheiden? Geht es ums Blut und Schwertscheiden oder? Naja gut. Wir kriegen vom Erzähler noch einen kleinen Infohappen. Und zwar ungefähr 6 Jahre nach den Ereignissen auf God Valley haben einige Rocks-Mitglieder oder damalige Rocks-Mitglieder angefangen, ihre eigenen Crews zu gründen und sich einen Namen zu machen. Darunter haben wir bestimmt Leute wie Captain John, Big Mom, Kaido, Whitebeard oder auch Shiki, wie man ja wissen. In den letzten Panels dieses Kapitels sind wir dann am Strand von Kuri und wir sehen Kawamatsu. Er sieht irgendwie 2 Leute am Strand angespült und nimmt erstmal einen Stock in die Hand und pieks, pieks. Pix, pix, was sind denn das für Kreaturen, fragte sich, denn sie sind komplett behaart. Ganz ehrlich, machen wir da kein großes Hickhack drum und kein was weiß ich was, das sind halt einfach Inuarashi und Nekomamushi. Wir haben sie als Kinder schon gesehen, wir wissen eben wie die aussehen. Jetzt ist da echt die Frage, wie stoßen die aber letzten Endes noch zu Oden? Ich meine gut, sie sind schon am Strand von Kuri, da ist es in die Stadt Kuri nicht mehr allzu weit. Da bin ich echt mal gespannt drum. Und dann könnte ja auch die ganze Sache mit dem Witching Hour Boy noch aufgelistet werden. Naja gut, auf jeden Fall war das das Kapitel erstmal. War echt ein grundsolides Kapitel und ich bin mal gespannt, wie viele Flashbacks wir noch bekommen. Und ob dieses Tagebuch von Oden, wie gesagt, im Grunde jetzt nur noch so die Erzählform sein soll von One Piece mit diesen Flashbacks. Und wie weit das dann geht. Kriegen wir nur die Erlebnisse von Oden in Wano durch dieses Tagebuch jetzt zu sehen? Oder geht das Ganze sogar noch weiter hinaus? Dass wir also von den Abenteuern mit Whitebeard und mit Roger und so auch noch lesen, dann könnten diese Flashback-Kapitel aber echt noch
sehr, sehr lange gehen. Es wäre auch möglich, dass einfach Akt 3 von Wano Kuni sich im Grunde nur um Odens Flashback handelt. Soweit ich noch weiß, in einem Kabuki-Theater in Akt 3 soll es am Ende wohl einen dramatischen Höhepunkt geben und es soll Kämpfe geben. Also es könnte schon sein, dass das Ganze im Grunde, also Akt 3 so damit aufhört, die ganzen Flashbacks, dass wir halt einfach sehen, wie eben Oden von Kaido gefangen genommen worden ist, in diesen Topf geschmissen wurde und gekocht wurde oder so. Dass das so dieser dramatische Höhepunkt ist und dass diese ganze Schlacht um Wano Kuni, als Kaido aufgetaucht ist, dass das einfach gezeigt wird. Wäre halt natürlich interessant, weil bisher habe ich mich immer gefragt, wie gesagt, Wano Kuni ist ja wie in dem Kabuki-Theater in die Akte aufgeteilt. Und jeweils in Akt 3 und Akt 5, glaube ich, waren es oder so. Nee, Akt 3 und Akt 4 oder so, soll es auf jeden Fall Kämpfe geben. Also auf jeden Fall soll es zweimal große Kämpfe geben. Wäre ja natürlich cool, wenn dieser eine große Kampf halt einfach im Grunde schon passiert war, weil es in einem Flashback ist. Und dieser andere Hauptkampf am Ende erst vom Wano Kuni passiert. Sind wir aber mal gespannt. Nächste Woche auf jeden Fall keine Pause von One Piece Kapitel Reviews. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir mit einem Daumen nach oben und einem Klick auf den Abo-Button. Und meine Haare, die machen auch, was sie wollen. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein und macht's gut. Ciao.